Hallo, lieber Min. Wir sind Niklas und Kai. Okay, warte ich nochmal. Hallo, lieber Min. Wir sind Niklas und Kai. Nein, weil ich mache alles, das geht nicht. Hallo, lieber Min. Wir sind Niklas und Kai und wir spielen jetzt das Hochzeitsspiel. Wer von euch beiden braucht denn die längere Trainingsvor- und Nachbereitung? Eindeutig. Ja, also brauchen wir es eher wahrscheinlich dringend, aber ich mag's halt. Ich sag dazu mal nichts, ja. Wer hat den besseren linken Fuß? Beginnt schon mal gut. Nee. Du? Flugbälle. Nee. Rausspielen? Nee. Schießen du, ja. Aber Flugbälle, glaube ich. Ah, weiß nicht. Das ist so. Das sehen wir später. Wer von euch beiden macht sich denn morgens länger die Haare? Jawohl. So sieht's aus, ey. Ja, nicht lang. Ich weiß nicht, wie Kai braucht. Eine Minute? Also, wenn du mich hier im Trainingslager gesehen hast, dann weißt du, dass ich ungefähr 15 Sekunden brauche, so wie ich hier rumlaufe. Ja, eine Minute. Kommt hin. Also ohne Föhn, ne? Wer von euch beiden gibt denn mehr Geld für Klamotten aus? Also, ich würde sagen, ich gebe auch nicht viel aus, aber trotzdem noch mehr. Weil Martin kommt jeden Tag mit Bielefeld-Klamotten zum Training. Also ich glaube, der hat gar keine anderen Klamotten im Schrank. Also ich bin selten mal in der Jeans gesehen oder in irgendeiner Hose, daher. Ich bin extrem uneitel und mir ist das wirklich wurscht. Und beim Bastian muss schon mal die Mütze muss schon auch mal 100 Euro kosten oder so. Ne? Also ich habe gar keine. Wer von euch beiden kennt sich in Bielefeld besser aus? Also länger also da und alleine, wenn wir zusammen im Auto sitzen, kennt der keinen Weg, muss ich meistens immer ein bisschen helfen. Oh. Ich mache wirklich für alles Navi an. Mal angenommen, ihr macht zusammen Fitness morgens. Wer von euch beiden darf denn die Musik machen? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt halt doch mich, mich auch noch. Okay. Ja gut, also wenn du die Musik machst, dann glaube ich, kommt Karnevalsmusik bei rum, oder? Das ein oder andere Mal könnte schon passieren, ja. Aber ja nicht nur. Ich bin da relativ flexibel, was Musik angeht. Was ist bei dir so? Zum Beispiel über Musik haben wir uns noch nie unterhalten, ne? Also ich weiß echt nicht so, was du an Musik hörst. Elektro. Schön, dass du fragst. Okay. Wer von euch beiden hat denn den romantischeren Heiratsantrag gemacht? Ich habe keine Ahnung, aber ich schätze mal. Ja, bei mir war es nicht romantisch. Ich weiß sogar, wie du es gemacht hast. Hast du dich schon entschieden? Ja. Ja! Ich hatte tatsächlich eine gute Idee und meine zweijährige Tochter hat an ihrem Geburtstag da ganz gut mitgespielt. Unfreiwilligerweise, aber dadurch ist es wahrscheinlich dann etwas romantisch geworden. Wie war dein Heiratsantrag? Ja, bei mir war unspektakulär. Ich habe mir eigentlich viel vorgenommen, aber im Endeffekt war es dann ein kleines Desaster. Wir sind da in Frankfurt neu in eine Wohnung eingezogen, an da so eine Dachterrasse und ich dachte so beim Sonnenuntergang mache ich das da ganz schön, aber ja, dann meine Frau war total unentspannt wegen Sachen auspacken und dann hatte ich schon alles vorbereitet. Wir saßen da schön auf so einem Sofa draußen. Und da musste ich dann noch irgendwie so einen Baum einpflanzen, den musste ich unbedingt machen. Ich war hochnervös da, am Schwitzen gewesen und dann diesen Kackbaum da noch eingepflanzt. Hatte dreckige Hände, da hatte ich noch nicht mal Zeit, mir die Hände zu waschen, und dann, weil ich es einfach nur hinter mich bringen musste. Und hab's dann trotzdem im Endeffekt noch durchgezogen. Das Witzige war, Freunde von uns haben die ganze Zeit unten gewartet. Denen sollte ich nur eine Meldung geben, wann sie endlich hochkommen. Die haben sich auch gedacht, warum dauert das so lange? Also tiefrot. Ja, also das war dann im Endeffekt nicht so romantisch eigentlich. Wer von euch beiden ist wohl bei seiner Schwiegermutter beliebter? Und das ganz klar. Ja, komm, ich weiß, wie dein Verhältnis ist. Also ich glaube, da sind wir beide gut drin, aber... Ja, wollte ich gerade sagen. Aber ich habe ein sehr inniges Verhältnis mit meiner Schwiegermutter. Stimmt. Wir sind, ja, liebe Grüße, Tanja. Wer von euch beiden kann denn wohl besser tanzen? Ja.
Ah, den wollte ich dir geben, ey. Den wollte ich dir schenken, Kai. Nee, aber ich kann komm, gar nicht tanzen. Ich kann nicht. Kannst du ein bisschen tanzen? Wenn der Pegel stimmt, dann schon, aber ansonsten. Wer von euch beiden kann denn abends schneller einschlafen? Ich würde mal sagen, so. Ah, ja, das siehst du. Ja, ich würde sagen, es ist ganz einfach, ich bin einfach professioneller. Ich gehe um 10 ins Bett, drehe das Licht ab und will dann beim Training ausgeschlafen sein. Und da legt Bastian ja nicht so viel Wert drauf wie ich. Deshalb würde ich sagen, haben wir beide da die richtige Entscheidung getroffen. Geil. Ja, aber ich kann das vielleicht manchmal vertragen, aber dann kriege ich dann in der Nacht noch oder am nächsten Tag, schon öfters passiert, Videoszenen dann von Martin geschickt, wo er noch Verbesserungsvorschläge sieht insgesamt. Ja, ist schon ein paar Mal vorgekommen. Antworte ich erst aber am nächsten Morgen dann irgendwann immer. Wer von euch beiden hat die höhere Bildschirmzeit? Ja. Also er ist noch ein bisschen, glaube ich, ein bisschen entspannter, gerade auch was zum Abend hingeht. Wir haben beide das Buch von Kobe Bryant mit. Da lesen wir beide noch mal was. Wer von euch beiden trinkt mehr Kaffee am Tag? Also da sind wir auf jeden Fall, haben wir da die gleiche Farbe. Was? Ich? Ja, natürlich. Du bist hast du mich auf der Arbeit mal einen Kaffee trinken gesehen? Stimmt. Ja. Stimmt, aber du bist doch ein Kaffee-Liebhaber. Ja, aber deswegen, es geht um Qualität muss stimmen. Nicht die, du meinst, ich habe die Quantität, du genau, die Qualität. Genau, ich die Qualität. Okay, alles klar. Wer von euch beiden verbringt denn mehr Zeit mit Gassi gehen? Guckt meine Frau das auch, das Video? Ja, muss ich jetzt auch so machen, ne? Also, erst unlängst, vor 3-4 Tagen haben wir gesprochen, wo du sagst, du gehst mittags eine Stunde mit denen raus. Sag ich, eine Stunde gehe ich wirklich genau gar nie raus. Und wir gehen beide 3-mal am Tag. Okay, wenn meine Frau das jetzt sieht, deswegen habe ich extra so gemacht, weil sie das meistens übernimmt, da ich ja oft zurzeit auch nicht zu Hause bin und sie das alles übernimmt. Ist bei mir immer so, ich versuche mich immer da ein bisschen zu drücken, nicht so lange zu gehen, aber sie macht das schon immer sehr ausgiebig. Von daher, ja. War ich mal ehrlich jetzt, sonst kriege ich nachher wieder einen Rüffel. Ja, er sagt ja wirklich oft, dass seine Frau so streng ist mit dem, dass er sich da tatsächlich richten muss. Ja, dann kriege ich wieder Ärger, aber wieder rund gemacht, wieder heute Abend dann. Ja. Wer von euch beiden war der bessere Schüler? Nein. Ja. Also, das war eindeutig. Wir waren ja zusammen in einer Stufe und die Kurse, die wir zusammen haben, ja, muss ich mich geschlagen gehen, da war Arne schon besser. Aber wir haben, ja doch. Also so Klassenarbeiten und so saßen wir auch oft nebeneinander. Da hat Jermaine schon mal gesagt, so, ob ich den Zettel nicht mal ein bisschen auch nach rechts schieben könnte und so. Haben wir schon gut gemacht. Hat aber trotzdem nicht geholfen? Nein, bei beiden nicht. Ich bin auch der falsche Partner dafür. Mal angenommen. Ihr beide startet bei einem Marathon. Wer würde denn früher ins Ziel kommen? Ja. Also wenn das so weitergeht, gewinne ich aber kein Ding hier. Ne? Ich kann echt mal ein paar andere Fragen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, Niklas klar fitter als ich. Kann nicht nur besser Golf spielen, sieht nicht nur besser aus, ist auch noch klar fitter als ich. Ich gebe mir richtig Selbstvertrauen hier raus heute Abend. Ja, das ist sehr gut, ey. Sehr gut, das gefällt mir heute. Ja. Gute Fragen bisher. Wer von euch beiden ist denn der bessere Skifahrer? Also der war ja Skifahrer, bis er 15 oder 17 war. Wir können die lustig darstellen lassen jetzt. Wer ist der bessere Schneeschuhwanderer? Genau. Kannst du mal hochheben? Wer ist der bessere Schneeschuhwanderer? Soll ich die Geschichte erzählen jetzt? Ja, bitte. Dauert aber ein paar Minuten, glaube ich. Wir haben Zeit und unsere Fans auch. Wir waren im gleichen Urlaubsort im Winter, zufällig. Ich wollte eigentlich nur meine Ruhe haben, mit meiner Familie war ich dort. Und dann hat mir jemand fast jeden Tag geschrieben, wann wir endlich mal was machen, wann wir den Berg hochlaufen. Und ich habe mein Sportprogramm immer durchgezogen, hatte gar keine Lust darauf. Aber nach dem 7., 8. Mal dachte ich mal, komm, machst du es jetzt endlich mal. Da bin ich zum Hotel gefahren, ich wusste ja gar nicht, was machen wir denn? Ja, wir laufen die Piste hoch. Ich sage, alles klar, was brauche ich dafür? Ich da irgendwelche Schneeschuhe ausgeliehen da an irgendeinem Hotel. Und dann sind wir beide tatsächlich die Piste, wo normalerweise Skifahrer hochfahren, sind wir beide hochgelaufen. War ungefähr eine Dreiviertelstunde. Ich habe komplette Ski-Outfit angehabt, Skijacke und alles. Wir waren oben auf der Hütte.
Ich war klitschnass geschwitzt. Also von oben bis unten hättest du mich ausfrieren können. Wir saßen da oben, ich habe gezittert. Es ging gar nichts mehr. Absoluter Wahnsinn. Aber hat Spaß gemacht. Am Ende war es wahrscheinlich einfach, weil er zu viel anhatte. Aber ich habe halt einfach so getan, als wäre es für mich nicht anstrengend gewesen. Das hat den Und der Zusatz ist jetzt noch, ich konnte das nicht auf mir sitzen lassen. Das hat schon ein bisschen an mir genagt. Da dachte ich, am nächsten Tag zeige ich es dem so richtig. Ich nehme meinen Kleinen mit, der ist anderthalb Jahre alt. Den schnalle ich mir auf den Rücken. Wir haben so eine Kraxel, so einen Rucksack, wo der sich reinsetzen kann. Habe ich mir den geschnappt, habe den hinten reingesetzt, dann sind wir nochmal hochgelaufen. Aber hatte Sportkleidung an. Gut, du bist die letzten 100 Meter gesprintet, aber war ich stolz dann, als ich oben war. Ja, und dann auf der Hütte in Österreich kann man sich dann auch mal ein kaltes Getränk genehmigen. Und dann haben wir auf uns angestoßen, weil wir dann wirklich tatsächlich gemeinsam im Urlaub Sport gemacht haben. Und haben uns schon auf die Rückrunde eingeschworen. Wer von euch ist denn der bessere Wizard-Spieler? Also das ist jetzt wirklich, ich mache das jetzt fürs Team. Ich mach das fürs Team, aber das ist, also wir spielen hier jeden Abend. Der Verlierer, der allerletzte, muss 10 Euro zahlen, der vorletzte 5 Euro. Ja, ist halt eindeutig. Ja, und also mein Betrag ist im Moment am höchsten. Aber das ist, also es ist wirklich manchmal ein Skandal, was da abläuft. Ja, aber ist ja eindeutig, deswegen war richtig. Sehr gut. Herzlichen Dank, Jungs. Habt ihr das Gefühl, dass ihr euch ein ganz bisschen besser kennengelernt habt? Nee. Mehr geht nicht. Wer von euch beiden hat denn den schickeren Klamottenstil? Eindeutige Nummer. Unfassbar eindeutig, wenn ich mir das anschaue. Aber ich muss echt schon sagen, also ich glaube, bei Klamotten verstehen wir. Also ich könnte auch deine Klamotten tragen und du meine. Also es wird schon... So verstehen wir uns nicht gut, aber was Klamotten angeht, da verstehen wir uns. Da sind wir wieder auf einer Welle. Ja, ist so gut. Ja. Herzlichen Dank. Jo. Danke auch. Gerne.